Hi, ich bin Mia Holland, duale Studentin in der Hanse Merkur im 6. Semester. Und ich führe Sie heute ein bisschen hinter die Kulissen von unserer 37. Preisverleihung des Hanse Merkur Preis für Kinderschutz. Seien Sie gespannt, was wir da alles sehen. Wir werden ein bisschen behind the scenes schauen und nicht nur das Standardzeug zeigen und ein bisschen die Künstler befragen, die Preisträger, die Jurymitglieder und alle, die wir sonst noch finden und die Lust haben. Silke, du bist eine der Hauptorganisatorinnen des ganzen Kinderschutzpreises. Erzähl doch mal, was machen wir jetzt genau heute am Tag vorher hier in den Heiligen Hallen oben im 6. Stock der Hanse Merkur? Nee, hier findet ja morgen das Pressegespräch statt. Dafür muss aufgebaut werden. Die Preisträger, die ausgezeichnet werden, haben hier ihre Infotische und haben vorher Material geschickt. Das bauen wir gerade auf. Die Pressekonferenz muss vorbereitet werden, Pressemappen gepackt werden und fürs Mittagessen mit den Vorständen wird noch aufgebaut. Ja, das war's heute. Herr Heyer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Morgen findet hier das Essen zwischen Vorständen der Hanse Merkur und den Preisträgern des Kinderschutzpreises statt. Sie organisieren das alles als Küchenchef. Wie viel Aufwand ist das? Eine ganze Menge Aufwand. Also wir sind schon seit 2 Wochen dabei, nur zu organisieren. Und und jetzt in der heißen Phase viel, viel Arbeit und viel Stunden, die da drauf gehen. Das glaube ich Ihnen gerne. Was ist denn die Nachspeise geworden? Ganz profan, unser Vorstandsvorsitzender Sauter wollte Erdbeeren mit Vanilleeis. Ein Klassiker? Ein Klassiker. Herr Steinhagen, ja. Sie sind der Küchenchef. Wie viel Aufwand ist es, den Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz mit dem gesamten Essen zu beliefern? Ja, wenn man das so isoliert sehen würde, dann ist das so absolut machbar. Wir haben aber auch nebenbei noch Tagesgeschäft. Das heißt, unsere Mitarbeiter möchten auch gerne satt werden und ein leckeres Essen bekommen. Das ist nur schwierig, das alles zu koordinieren. Wenn es nur diese Veranstaltung wäre, dann wäre das relativ einfach. Zusammen ist eine große Herausforderung, aber sieht alles gut aus. Also noch sehe ich niemanden zittern oder schwitzen. So, ich stehe jetzt hier mit Tobias von Blue Noise. Was werden jetzt am Tag vorher noch für letzte Check-ups gemacht? Die Geräte werden eingestellt, dass alle Signale passen, Kommunikation, dass wir auf den Ohren Kommandos bekommen, dass die Bilder alle stimmen und dann wird geprobt nachher. Das hört sich gut an, da sind wir dabei. Vielen Dank, Tobias. Sehr, sehr gerne. Ich stehe jetzt hier mit dem nächsten Fachmann, das ist Nils, auch von Blue Noise, und der erklärt mir jetzt so ein bisschen, wie das mit dem Sound funktioniert, denn wir haben hier gleich den Soundcheck. Nils, was muss beim Soundcheck alles getestet werden, so für den Laie, der ich bin? Also erstmal muss sichergestellt werden, dass alle Mikrofone rückkopplungsfrei übertragen werden können, gerade empfindliche Mikrofone wie Rednerpultmikrofone oder Anstecker oder Headsets, dass sie laut genug gehen im Raum und dass es eben gut klingt und keine Rückkopplung gibt. Danke, Nils. Gerne. Ich sitze jetzt hier im Eingangsbereich unserer Hauptverwaltung mit Heinz-Gerhard Wilkens. Das ist der Hauptverantwortliche für den Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz aus der Hanse-Merkur. Und das ist natürlich ein super Interviewpartner für mich, um mal nachzuhaken, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Was ist bis jetzt alles schiefgelaufen? Eigentlich gar nicht so viel. Das ist hier ein gutes eingespieltes Team. Das gilt sowohl für Blue Noise, die den Ton machen. Es gilt natürlich auch vor allen Dingen für meine Kolleginnen und Kollegen, die mir den Rücken frei halten und das hier alles super vorbereitet haben. Also wir sind im Moment noch ganz gut dabei. Was lernst du jedes Jahr aufs Neue dazu? Ich glaube, wir werden einfach besser. Wir lernen, jedes Mal gibt es Learnings aus einer Veranstaltung, wo man sagt, da hat es ein bisschen gehakt. Das merken Gott sei Dank die Leute, die im Publikum sitzen, die Gäste nicht. Weil ich glaube, wir haben einen gewissen Standard schon hier erreicht, der ganz gut ist. Aber das heißt nicht, dass wir nicht besser werden können. Insofern setzen wir uns hinterher auch immer sehr genau zusammen und gesagt, das machen wir nächstes Mal besser. Die Übergänge haben nicht so gut geklappt. Das war ein bisschen holperig. Aus unserer Sicht, wie gesagt. Und dann verbessern wir das. Das Schlimmste ist eigentlich immer wieder einen neuen Impetus reinzukriegen, einen neuen Drive, eine neue Band, ein neues Orchester, eine neue Hip-Hop-Formation wie in diesem Jahr. Wir machen manchmal Klassik, wir machen manchmal Pop, aber wir wollen immer jungen Leuten eine Bühne bieten. Junge Talente und wirkliche Talente, die auf dem Weg zum Profi sind, hier mal die große Bühne zu gestalten. Und das macht unglaublich viel Spaß. Letzte Frage. Am Tag vorher steigt die Aufregung schon oder kennst du das Wort Aufregung gar nicht mehr? Nee, Aufregung ist das nicht. Es ist so eine freudige Erwartung. Es ist schön, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Das Spannende ist wirklich, sind heute Abend die Generalproben, um zu sehen, ob das auch alles so ineinander greift, wie wir uns das gedacht haben. Aber dann morgen, wenn es dann losgeht, dann sind wir alle relativ kühl.
aber total konzentriert, weil man darf dann auch nicht glauben, es läuft von alleine, sondern man muss immer den Adrenalinpegel hochhalten, denn sonst, und ein bisschen aufgeregt muss man auch sogar sein, ein bisschen Lampenfieber muss dabei sein, sonst wird man schlecht und selbstgefällig und das wollen wir nicht. Vielen Dank, Heinz. Sehr gern. Für heute war es das erstmal von mir. Ich verabschiede mich, weil die Generalprobe ist durch, alles steht und wir freuen uns auf den morgigen Tag, wenn es dann endlich wirklich losgeht. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!